Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Für heute haben wir uns einen Beutezug vorgenommen und da steigen wir auch sofort ein. In der letzten Folge haben wir uns ja einen fünften Slot freigeschalten über die Guerilla Taktikschule. Das ist super, weil je mehr man Leute natürlich mitbringt, desto einfacher wird's. Füllen wir mal langsam auf. Ilaria auf jeden Fall ist klar. Wyman ist wieder dabei. Rob und Ygritte. Obwohl ich eigentlich sehr ungern zwei Sharpshooter mitbringe, aber sie haben halt einfach eine Qualifikation bereits. Und der fünfte muss ein Rookie sein. Und wir nehmen uns da mit. Ja, dann nehmen wir uns Varys mit. Hier tauschen wir auch noch aus. Ygritte holt sich die Splittergranate und Varys, der Rookie, darf die Blendgranate mitführen. Genau, eine Sache möchte ich noch machen. Und zwar Waffenverbesserung für Ygritte. Ich glaube, wir haben letztes Mal so ein Laservisier. Na, was war's? Das Zielfernrohr, genau, das wollen wir haben. Das fortschrittliche Zielfernrohr, das nehmen wir für Ygritte. Jetzt gerade da unten und was, das können wir vielleicht auch noch gleich verbauen. Da ist er. Rob, auch bei ihm packen wir diese erhöhte Crit-Chance mit rein, genau. Nicht so gut wie bei Sam, aber der hatte nämlich ein 10%iges, er hat nur 5%iges, aber wir können es gut brauchen, obwohl sie eigentlich eh an sich schon recht gut critten. Gut, mit den fünf Leuten gehen wir an den Start. Sky Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Wir haben einen Hinweis auf einen Alien-Konvoi mit wichtiger Fracht erhalten und der Widerstand konnte einen der Transporter lahmlegen, bevor Advent sich neu formieren konnte. Sie werden den Standort abriegeln, aber die Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten und die Fracht bergen. Firebrand bringt uns in die Wildnis von New Mexico zur Operation Eisiger Schläge, schon wieder kalt. Ja, das Ziel ist einfach hier den Advent-Konvoi uns zu sichern und den sichert man sich einfach, indem man alle Gegner auf der Map neutralisiert. Der lahmgelegte Advent-Konvoi ist direkt voraus. Angreifen und alle Feinde ausschalten. Gut, wir sind concealed. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Beutezug. Es ist aus meiner Sicht mit Abstand der einfachste Missionstyp. Einfach aus dem Grund, weil wir hier keinen Timer nicht haben und ganz langsam vorgehen können. Okay, erste Gruppe schon und... Ich habe da schon was gesehen. Neuen Gegnertyp. Und zwar haben wir hier zwei Stunlancer, glaube ich, gesehen. Schauen wir nochmal ganz genau hin. Alle Stunlancer. Ja, zwei Stunlancer und ein Captain. Am besten wäre es wieder hoch, aber da wird es hundertprozentig aufdeckt. Deswegen packen wir sie mal hier hin. Und Wyman. Wyman kriegt den Platz unter dem Baum. Ilaria rückt auch noch vor. Und Varys
Affirmativo. Platziert sich hier hin. So, schauen wir mal, was die Gruppe macht. Ob sie wandert? Ja, sie wandern. Und zwar nach rechts. Dadurch haben wir jetzt nicht mehr hundertprozentige Sicht auf die. Deswegen bauen wir die Leute mal um. Aber wie gesagt, wir haben überhaupt keinen Stress hier. Kein Timer. Das heißt, es wird hier alles schön in Ruhe von sich gehen. No, dann kann ich hinterher gehen. Okay. Moving on target location. Alle mal auf Feuerschutz, die können. Sie gehen noch weiter nach rechts. Und jetzt sogar ins Dunkle. Okay. Sind sie quasi weg. Aber die kommen auch wieder. Keine Angst. In marcha las coordenadas designadas. Larry hier rüber. John. Das ist die Ausrüstung, für die wir hier sind. Könnte ein bisschen zu weit sein, dass wir gleich auf die nächste Gruppe treffen. Deswegen mal nur bis hierher, John. Die anderen beiden. Die haben eigentlich schon recht gute Plätze. Da gehen wir mal auf Overwatch. Und die Gruppe kommt wieder zurück. Okay, ich denke mal, jetzt müssen wir angreifen. Ilaria könnte mit einer Granate anfangen. Ja, und die zwei da hinten haben wahrscheinlich so fast hundertprozentige Treffsicherheit. Das machen wir auch. Wyman hat sogar Distanzschutz, Schutz. Und hier haben wir noch die Möglichkeit zum Reagieren. Marchando. Varys. Ja, Varys geht auch in Overwatch. Und Rob lassen wir da, damit wir reagieren können und schauen, was passiert. So, da haben wir mal drei. Eine Granate auf die drei drauf. Na, das muss doch gehen, oder? Ah, Mann. Na komm, jetzt. Auf geht's. Wow, nicht schlecht. Das heißt, wir haben bereits zwei erwischt und Sam wird sich hier um den dritten kümmern. Wir würden der Schwerthieb kosten und nur 91%. Und wenn wir hier herbewegen, dann müsste es ein 100% Kill sein. So, wir wissen, dass du spotted bist, aber das war auch der Plan. Down he goes. Wirklich guter Job, Team. Das war bombig. Das war absolut bombig. So, jetzt würde ich doch gern Wyman hier hochbringen. Da hat er einfach doch einen vorher besseren Blickwinkel auf alles. High Ground, etc. etc. Und Ygritte kann ich auch hier hochbringen. Jawohl. Oh, haben wir hier das Dynamic Duo hier oben. Der uns die Gegner vom Hals hält. So, jetzt haben wir hier noch einen Loot. Den wollen wir uns geben. Wie machen wir das jetzt am geschickten? Wir gehen einmal vorsichtshalber nur bis hierher. Zielfernrohr.
Okay, ich glaube, das werden wir auch schnellstens verbauen. So, Varys. Órdenes confirmadas, en marcha. Aquí hay fuerzas de Armen. Die zwei Schritte nach vorne haben gleich eine Truppe aufgemacht. Ganz schlecht. Trooper, Sektoid, Stunlancer und der Stunlancer. Der wird uns ganz schön einheizen jetzt. Den Rob müssen wir in Sicherheit bringen. Unbedingt. Jetzt haben wir nicht voll. Deswegen würde ich hier mal die Blendgranate vorschlagen. Okay. Schade. Aber zumindest zwei erwischen wir. Machen wir. Varys. Schön. Und was machen wir mit ihr hier? Sie hat natürlich einen tollen Shot auf den Sektoid. Naja, den ziehen wir mal durch. Kritisch gleich wieder. Ihr könnt auch mal ganz normal treffen. Wäre ja schon zufrieden. 6 Schaden. So, jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Wir haben wahrscheinlich Schaden einstecken müssen. Sektoid. Macht dafür Spirenzchen. Okay. Das ist uns ehrlich gesagt ziemlich egal. Der hat jetzt mehr oder minder eine Runde ausgesetzt. Der Stunlancer, weil er disorientiert ist. Wyman, kritisch für 4. War aber irgendwo logisch. Es war ein Riesenfehler von dem Rookie, dass er hier die zwei Schritte von nach vorne gegangen ist. Aber jetzt sind wir dran. Und wenn es gut läuft, können wir hier jetzt einiges richtig machen. Varys könnte eigentlich gleich mal hier den Sektoid abbauen. 85%, 3 Schaden Minimum, also er wäre tot, wenn er trifft. Jawohl. Blanco neutralizado. So, was haben wir denn hier? 85 und 85, das ist gut dankbar. Hier haben wir nur 56 und bei ihm haben wir natürlich eigentlich eine ziemlich gute Chance, den gleich mal komplett, könnte sogar schon 100% Trefferchance sein. Ist 100%. Also, den ziehen wir los. Nächstes versucht sich Ygritte an dem 85% Schuss hier auf den Stunlancer. Oh, vorbei. Schlecht. Dann geht Ilaria auf jeden Fall on Overwatch. Sollte sich hierher bewegen und einfach versuchen zu stunnen, kriegen wir wenigstens den Schuss ab. Leider vorbei. Und da hat Varys dann 2 Schaden einstecken müssen. Damit können wir aber leben. Okay, Wymans Panik ist weg, aber die Chance zu treffen ist ganz schlecht. Dafür ist die Chance von Ygritte natürlich viel besser. Dann haben wir noch. Oh, er kann sogar selber schießen. Ja, warum nicht? War der nicht gerade noch gestunt? Naja, egal. Ich akzeptiere es. 5 Schaden. Passt. Rob kann die Sache eigentlich. Ja. Rob kann die Sache hier gleich mal zu Ende bringen. Die Gruppe ist auch down. Wir haben aber 2 Schaden einstecken müssen. Leider. So, Manderley wieder hoch in die alte Position.
Oh, hat nur ein Leben. Huhuhu. Ja, es war ein Crit, den uns der da eingeschenkt hat. Ja, laden wir gleich mal nach. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal hier gar nichts. Die Runde geht einfach mal ans Nachladen. Boom. Schön. So. Passt. Jo, hat leider auch nur noch. Naja, zwei Leben noch. Okay, dann lädt ihr auch mal nach, aber hier. Müsste eigentlich noch eine Gruppe sein. Ich glaube, die Schwierigkeit war wieder leicht. Und Rob lädt auch mal nach. So, jetzt sind wir gestellt für den Rest der Map, also für die letzte Gruppe. Natürlich die Frage, sollte man die ein bisschen nach vorne bringen? Ich glaube nicht. Wir probieren es erstmal. Schicken wir mal Elaria nach vorne, ob die hier was entdecken kann. Nix. Rob gesellt sich zu ihr. Varys ebenfalls. Confirmado. Ich habe doch das Gefühl, dass das hier nicht so prickelnd ist da oben, dass es dann doch irgendwie zu weit weg wird. Deswegen wollte ich Squad-Zeit eigentlich. Aber ist dann doch weit weg, Trefferchance wird erniedrigt. Wir bewegen mal die beiden ein Ticken weit nach vorne. Okay. Okay, da kommt die dritte Gruppe, die letzte. Sektoid und zwei Lancer, oder? Ja, Overwatch hat mal sauber getroffen, muss ich sagen. Aber gleich hier die Truppe komplett durch Lancer ersetzen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Freunde. So, hier haben wir gute Trefferchancen. Ygritte hat hier schlechtere. Varys. Aha. Auf was wird man da genau schießen? Ich glaube, der steht zu weit weg, dass das ihm das was tun würde. Varys hat irgendwie gar nichts anzubieten. Laria. Auch was. 50% auch nicht überragend. Fangen wir doch mal mit ihm an. Okay, obwohl den Sektor, den können wir. Genau, den Sektor, den machen wir mal 100% weg. Und zwar mit dem Gefechtsprotokoll. Oder lass uns mal überlegen. Die kommen. Die kommen. Warum sollten wir jetzt da schießen, wenn wir, wenn sie herlaufen, noch eine bessere Chance kriegen? Was wir machen ist auf jeden Fall, wir ziehen Varys nach hinten. Schon dran, okay. Der Rest geht auf Overwatch. Wollen wir das wirklich? Was ist, wenn wir dem eine Granate reinjagen? Das ist doch auch ein Plan. Er steht schutzlos da. Und dann könnte ihn Ygritte oder Manderley
Natalie, okay. Da machen wir Ygritte. Könnte ihn dann vielleicht töten. Nice, genau die 5, was wir gebraucht haben. Schön. So, jetzt haben wir da hinten noch einen Stunlancer, der hat nur noch 4 Leben. Ah, der ist vorher in den Overwatch reingelaufen. Gut, hier einmal Overwatch, hier zweimal Overwatch. Das könnte klappen, dass wir den down kriegen, wenn er rankommt. Ja, mein Freund. Oh, geht gar nicht. Schießt er etwa? Nein, er geht auf Overwatch. Das ist aber eigentlich nicht schlecht für uns. Wir hatten noch eine Granate. Okay, da vorne leider keiner mehr. Aber natürlich, was können wir machen? Wir können da mit Gefechtsprotokoll dem gleich mal seinen Overwatch wegnehmen. Dann können wir unsere Leute in eine bessere Position bringen, um ihn zu erwischen. Die beiden sehen ihn nämlich gar nicht. Er hat 50% und Rob, der könnte vielleicht die beste Chance kriegen auf den. Rob hat 74 so und 91 mit dem Schwerthieb. Jo. Schauen wir mal. Vorbei! Ei, Rob, was los? Negative Damage, absolut. Ziemlich negativ sogar. Ygritte. Sieht sie ihn hier? Nein. Hier sieht sie ihn. Okay. Pistole. Oder sogar Granate. Komm mal bis dahin. Ja. Jo, ich glaube, wir sind durch auf der Map. Sollte es wirklich nur 3 Gruppen sein. Jawohl. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Ja, Stunlancer. Status bestätigt, Mission erfüllt. Stunlancer haben uns leider 2 Schaden gekostet, beziehungsweise eigentlich der blöde Move mit Varys hat uns einen Schaden gekostet und dann der Stunlancer den 2. Schaden. Aber, nein, das muss auch mal sein. Ja, Rob war zumindest schaut es nach dem Leaderboard hier aus der Held, hat in 3 Kategorien geführt. Ja, 2-mal schwer verwundet. Wyman, der seit Anfang an dabei ist, muss ich jetzt mal ausrüsten. Das heißt, Ilaria ist die einzige, die bisher dann in allen Missionen dabei gewesen sein wird. Jetzt gehen wir erstmal zu Wyman. Was kann er kriegen? Genau, heftiger Schuss finde ich persönlich total schlecht. Aber blitzschnelle Hände sind einfach total cool. Deswegen werden wir bei jedem Scharfschützen, den wir ausbilden, das hier wählen. Also blitzschnelle Hände ist es. Und mal schauen, was aus Varys wird. Er wird Spezialist. Das heißt, er könnte unser Heiler werden. Nachdem er sich selber erstmal auf dem Sanitätsdeck einige Zeit jetzt breit macht. So, was haben wir gekriegt? 109 Vorräte, schön. 2 Illyrium-Kerne. Und anderes Zeugs. Die Autopsie für den Stunlancer. Jo, und dann können wir auch schon weitermachen. Beziehungsweise jetzt haben wir ja einiges an Geld, 249 ganz genau. Schon wieder Rekruten. Wo sind wir da? Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier hin. Da habe ich jetzt schon eine Idee, was wir mit dem Geld machen könnten. Willkommen, Commander. Genau, für das Geld oder Teile des Gelds davon möchte ich mir eigentlich den Master Quayburn kaufen. Ein Ingenieur. Und den können wir super brauchen gerade momentan. Und den setzen wir dann auch gleich mal ein. Und der soll hier anfangen, die Trümmer
zu beseitigen. Okay, jetzt bin ich gerade überlegen. Hier können wir gar keinen zweiten reinsetzen, schade. Dann, genau, dann werden wir hier anfangen zu freiräumen, wenn das hier fertig ist. Oder den vielleicht dann da reinsetzen. Das dauert nämlich 30 Tage hier. Okay, nee, dann brauchen wir keinen da reinsetzen, das ist Blödsinn. Genau, dann wird der Ingenieur hier, also Olena, später da reingehen und das sauber machen. Gut. Das war's auch schon. Können wir wieder zum Scannen übergehen. Ich glaube, da oben war noch, genau beim Schwarz war noch ein Tag übrig. Avenger berechnet neuen Kurs. Dann machen wir auch gleich mal weiter. Gut, wir haben den Schwarzmarkt. Auf dem können wir jetzt was verkaufen und was kaufen. Also verkaufen können wir vor allem die Leichen und auch sonst alles andere. Es gibt auch immer irgendwas, was sie gerade bevorzugen, was sie unbedingt haben wollen. In dem Fall Advent-Offizierleichen und dieses PKS, das wir aber erstmal ganz sicher nicht hergeben werden. Offizierleichen, da wollen sie 8 hergeben, also verkaufen möchte ich jetzt vielleicht noch nichts, außer eventuell so Advent-Soldatenleichen, aber auch noch ganz wenige. Kaufen können wir was und kaufen können wir was über Info. Das brauchen wir zwar für was anderes auch, aber wir könnten auch damit was kaufen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Von den Sachen bin ich jetzt nicht interessiert. Der Wissenschaftler würde mich 95 Info kosten. Müssen wir mal überlegen. Und was wir auch noch hätten, wir könnten die Magnetwaffen beschleunigen. Das wäre natürlich jetzt gerade richtig gut. Ich glaube, man halbiert die Research-Zeit, wenn man das kauft. Für 90 Info. Ist die Frage, er ist natürlich langfristig besser, wenn wir ihn holen. Es ist kurzfristig besser. Aber ich glaube, wir kaufen uns hier die beschleunigten Magnetwaffen. Dann schauen wir mal, wie sehr das jetzt beschleunigt. So, Forschung. Und es sind nur noch 24 Tage. Noch an der aktuellen Forschung, Commander. Das heißt, wir haben die Magnetwaffen zum Ende des Monats ungefähr. So, was können wir suchen? Wir können einerseits an den Rekruten rumbasteln oder wir können hier mal schon einen Kontakt herstellen. Also kostet uns das? 80 Info, die hätten wir auch. Und da wird man dann frühzeitig 49 zusätzliche Vorräte für uns freischalten für den nächsten monatlichen Supply Drop, Vorratslieferung. Ich glaube, das machen wir. Den Kontakt, den stellen wir mal her. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Oh, Sam ist wieder zurück. Und Euron hat seine Ausbildung abgeschlossen als Grenadier. Sehr schön, jetzt haben wir wieder einen Grenadier. Und, was brauchen wir auf jeden Fall? Wir werden Was kann ich für Sie tun, Commander? Gleich einen neuen reinstecken zum Ausbilden. So. Dann werden wir mal anfangen. Was brauchen wir jetzt? Wir haben 2 Sniper. Wir haben 2 Spezialisten, wir haben 2 Ranger und wir haben 2 Grenadier. Also wir haben von allem alles. Okay, dann wird Doran Martell ausgebildet und zwar auch als Grenadier. Ja, langsam nimmt es hier Formen an. Gefällt mir? Commander, Sie sollten so schnell wie möglich Kontakt zum lokalen Widerstandsnetzwerk aufnehmen. Die Aliens setzen ihre Pläne zweifellos weiter um. Ratsmitglied, ich bin doch gerade dabei. Okay. Commander, wir haben gehört, dass die Aliens eine Einrichtung fertiggestellt haben, die der Arbeit am Avatar-Projekt dient. Wenn wir den Kontakt zum lokalen Widerstand in dieser Region herstellen, können wir die Einrichtung angreifen und zerstören, um das Vorhaben der Aliens zurückzuwerfen. Genau, diese Alien-Einrichtungen, die können wir später angreifen, wenn wir Kontakt zu den Regionen gemacht haben, um Punkte an der Avatar-Wertung zu löschen. Und weil die Facility jetzt gebaut wurde, kriegen die auch einen Punkt dazu. So, wieder zurück, weiter den Kontakt herstellen.
Schaden zugefügt. Commander, wir haben den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Advent-Geheimeinrichtung auf Ihren Befehl hin angreifen. Unsere Truppen sollten vollständig ausgerüstet und bereit sein für diesen schweren Einsatz. Die Einrichtung ist sicher gut bewacht. Commander, ich habe unsere aktuellen Ziele anhand unserer jüngsten Erkenntnisse aktualisiert. Gut, 49 Vorräte kriegen wir ab sofort von Ostamerika. Neue regionale Kontakte gefunden. Und wir könnten weitere regionale Kontakte jetzt knüpfen. Und wir können später, das werden wir machen, sobald der Balken komplett voll ist, diese Black Site angreifen. So, wo geht's weiter? Die Vorratslieferung, ein Tag, sind wir schon wieder bei der nächsten Vorratslieferung. Okay, ich denke, wir werden hier bei den Rekruten weitermachen. Avenger, sonst haben wir nichts. Müssen wir halt da scannen. Wo ich jetzt nicht unbedingt weitere Rekruten bräuchte, aber besser als nix. Und der nächste Punkt zum Avatar-Projekt. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ah, wir haben eine Ratsmission, okay. Operation Schimmernder Schritt. 142 Vorräte, 97 Informationen. Das ist natürlich einiges. Gut, ich mache hier einen Cut. Die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert. Wir sehen uns bei der nächsten Episode und bis dahin einfach immer meinem Motto folgen. Keep on rockin'!